Ja, hallo liebe Leute, es gibt eine neue Softwareversion. Dazu heiße ich euch willkommen in meinem Kanal, auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte ja schon ein Preview gemacht für 2022 40, was ja schon in wenigen Fahrzeugen in Amerika zur Verfügung steht. Und dazu, wie gesagt, ein Vorschauvideo. Hier aktuell habe ich 36.2 drauf. Wir wollen jetzt hier mal die aktuellen Versionen beziehungsweise Updates hier anschauen, weil ich vermute, dass die neue Version, die jetzt angeboten wird, 36.6 ist das, keine wirklichen Neuerungen, werden keine neuen Funktionen enthalten sein. Ja. Aber um sicher zu sein, filme ich das hier kurz einmal ab und dann mache ich das Update. Das läuft schon im Hintergrund, wie man hier oben am grünen Pfeil erkennen kann. Generell. Für alle, die es nicht wissen, für Neueinsteiger, Tesla-Neueinsteiger, wenn es ein Update gibt, erscheint oben rechts ein grüner bzw. erstmal ein gelber Pfeil. Ist man dann im WLAN verbunden, dann kann man das entsprechend herunterladen. Ich habe hier irgendwie leider eine Spiegelung auf dem Display drauf, kriege ich nicht weg im Augenblick. Und ja, wie gesagt, wenn man im WLAN ist, dann kann ich auf Software gehen und scroll einfach hoch und sage dann hier an dieser Stelle Download starten, oder meistens geht es auch alleine los, dann sobald man im WLAN ist. Unten kann man dann noch in den Einstellungen sagen, Einstellungen zum Software-Update, Standard oder erweitert. Erweitert bedeutet, dass es eben halt sofort downgeloadet wird, wenn man im WLAN ist. Hat man keine Möglichkeit zum WLAN zu connecten, kann man auch notfalls ein Hotspot über das Handy einrichten und das dann als WLAN-Verbindung im Auto benutzen. Sehr wichtige Updates werden allerdings auch ohne WLAN heruntergeladen und installiert. Ja, was diese Version bringt, das sehen wir gleich, wenn es durch ist. Das wird wohl eine gewisse Zeit dauern und dann melde ich mich wieder. So, das Update ist durchgelaufen. Wir sehen jetzt 2022-36.6. Aber wie wir hier auch sehen, ist nichts Neues da hinzugekommen, glaube ich. Aber es steht zum Beispiel bei der Energy-App oder Energie-App Verbesserungen drunter und unter Tesla-App auch Verbesserungen. Zusätzliche Details zum Supercharger-Verbesserungen, Sicherheitsverbesserungen und verbesserte Benutzeroberfläche. Also die Energie-App soll Verbesserungen erfahren haben. Dann rufen wir das noch mal auf. 4,2% verbraucht in der Trip-Prognose. Ankunft mit. Naja, also ich sehe hier auf Anhieb keine wirklichen Verbesserungen, andererseits sind mir auch keine Fehler aufgefallen. Mit einer, vielleicht die Hinweise, vielleicht sind die erweitert worden. Ansonsten sieht das für mich alles ganz normal aus. Im Parken seit letztem Laden müsste eigentlich was da sein. Genau, weil mein Fahrzeug stand nämlich eine Woche lang in der Tiefgarage, weil ich ja in Urlaub war. Übrigens in Marokko, Casablanca und Marrakesch. Und in Casablanca habe ich eine Ladestation gesehen mit Wechselstrom. Keine Ahnung, 11 Kilowatt oder 22 Kilowatt oder so. Und ein Tesla-Modell habe ich gesehen in ganz Casablanca, in ganz Marokko. Ja, eigentlich Casablanca. Und zwei, drei andere Hybridfahrzeuge, schon neuere Modelle, also Plug-in-Hybride von Mercedes oder anderen Marken. Aber allzu doll ist es dort, wie man das auch erwarten konnte, nicht fortgeschritten mit der Elektromobilität in Marokko, Afrika. Ja, ich glaube, es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, das jetzt alles genau durchzugehen. Es sollen halt Verbesserungen sein, die hier und da vielleicht auftauchen. Ich kann noch mal kurz die Updates-Seite aufrufen.
Ja, wieder für Tesla-Neulinge, dazu geht man einfach auf Auto, auf Software nach erfolgreicher Installation und kann hier nochmal die Versionshinweise für alle Versionen aufführen lassen, anzeigen lassen. Die 36.2 ist bei mir jetzt einfach verschwunden in der Liste. Ja, ist weg. Also ich hatte vorher 36.2, jetzt 6. In der Tesla-App könnten wir gleich mal rein, schaue ich gleich noch mal rein, ob sich da irgendwas geändert hat. Dort sollte es ja so sein, dass man den Überhitzungsschutz einstellen kann. Also nicht pauschal von 40, sondern auch auf, ich glaube, 36 und 32 Grad oder so. Das werde ich gleich noch mal gucken und das hier unten reinschreiben, ob dem so ist, aber ich glaube nicht. Ja, je nachdem, welches Fahrzeug ihr habt, Model 3, Model Y, ein neues oder ein älteres Modell, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr bei euch noch irgendwelche Änderungen gefunden habt. Ansonsten war es das jetzt. Ich hoffe, das ist informativ gewesen, trotzdem es nichts wirklich Neues gibt. Von daher sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal.